Herzlich willkommen bei der Allradfamilie. In dieser Folge stellen wir euch unser neues Produkt vor, und zwar den Chef. Wir bieten den Chef in zwei Varianten an. Einmal als Klappdach mit einer Höhe von 1,30 Meter lichtem Maß und einer Breite von 1,40 Meter. Oder als Parallelhubdach mit einer Breite von natürlich 1,40 Meter und einer Höhe von ca. 1 Meter. Diese Variante, die wir euch jetzt vorstellen, ist eine Einzelanfertigung nach Kundenwunsch mit festen Wänden, und die bauen wir jetzt auf. So, liebe Leute, jetzt verriegeln wir das alles noch und dann zeige ich euch den Innenraum. Wir werden das Dach jetzt absenken und dann verriegeln. Das machen wir hinten und natürlich auch vorne. So, dann ziehen wir hier oben an der Lasche und verriegeln. So, wir werden jetzt mal ein bisschen lüften und Licht reinlassen. Und dann kommt ihr einfach mit. Was macht den Chef aus? Wir haben gerade Seitenwände. Das bedeutet, ihr habt natürlich hier auch mehr Raum. Dann habt ihr oben anstatt 1,20 Meter Breite, habt ihr 1,40 Meter Breite zum Schlafen. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, ein großes Klappdach, wie schon am Anfang erwähnt, von einer Höhe mit einem lichten Maß von 1,30 Meter. Oder wie hier ein Parallelhubdach, allerdings mit Zeltbalk zu bestellen. Oder als Einzelanfertigung natürlich hier mit festen Wänden. Drei Scheiben, wie ihr seht, dunkel abgetönt. Und hier sogar eine Belüftung im Dach. Und das Schöne an unseren Produkten, wie ihr wisst, es sind immer noch Daily Driver. Bedeutet, ihr könnt euren Pickup, egal welches Produkt ihr von uns kauft, im Alltag immer noch benutzen.
Ihr habt nicht das Problem, dass ihr durch eine kleine Campingtür euer Handwerkszeug oder euren Einkauf schieben müsst, sondern ihr habt eine komplett frei verfügbare Ladefläche, die ihr dann dank unser Boxensystem als Camperaufbau mit Tisch und so weiter zusätzlich ausbauen könnt. Und wenn ihr es nicht mehr braucht, Boxen raus und schon habt ihr wieder eine freie Ladefläche. Abschließend sei noch die Stehhöhe erwähnt. Wie ihr seht, habt ihr hier genug Platz nach oben, um ganz normal entspannt zu agieren. Und selbst so gibt es keine Probleme. Wir sehen uns im nächsten Video und freuen uns natürlich darauf, wenn ihr Kommentare da lasst. Bis dahin.